Heute sind wir zu Gast in der Johan Cruyff Arena in Amsterdam. Mein Name ist Wolf Fuß, zusammen mit Frank Buschmann werde ich das Ganze für Sie zu Hause kommentieren. Und heute erleben wir das Achtelfinal-Hinspiel in diesem Wettbewerb. Es deutet alles auf ein klasse Spiel hin. Tja, und die große Frage wird heute sein, können die Gastgeber in die nächste Runde einziehen? Das ist machbar, aber keine leichte Aufgabe bei diesem Gegner. Die Fans hoffen natürlich, dass sie am Ende dieses Hinspiels schon mal jubeln können. Langsam wird es ernst. Ja, und so langsam wird der Kreis der Titelkandidaten immer kleiner. So langsam trennt sich die Spreu vom Weizen. Und das ist so langsam die Runde, da hast du fast nur noch Klassiker, legendäre Duelle. Und da ist sie, die Startaufstellung von Ajax Amsterdam. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Der VfL Osnabrück entscheidet sich heute für diese Aufstellung. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. Spiel geht los. Und damit auch die K.O.-Runde in der UEFA Champions League. Hinspiel, Achtelfinale. Wir freuen uns drauf. Jetzt der Ballverlust. Er ist frei, da kann was draus werden. Toller Zweiger. Super Trick, er kommt vorbei. Tor! Sie wollten hier von Anfang an tonangebend sein und das ist ihnen auch gelungen. Da macht er das Tor mit richtig viel Gefühl im Fuß. Er streichelt das Ding. Ein super Treffer. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Er könnte hier heute eine Schlüsselrolle einnehmen. Bei ihm riecht es einfach nach einem neuen Torrekord. Das wäre natürlich überragend, wenn er das packen würde. In seiner momentanen Verfassung ist das denkbar. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Klasse Aktion, Ball ist weg. Wir haben die ein oder andere Schlagzeile zu ihm gesehen, denn er hört ja auf, Buschi. So schade das auch ist, er hat's. Jetzt vielleicht. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Der muss da drin sein. Das war knapp. Ja, das sieht gut aus. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Wout Weghorst! Da haben sie das Tor. Und es fällt nach diesem unglaublichen Pressing. Sie stehen extrem hoch, sie gehen drauf, zeigen wieder mal ihr ganzes Können. In dieser Szene zeigt er all sein Können. Den Ball holt er sich direkt aus der Luft. Ein absolutes Klasse-Tor.
Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Da verlieren sie den Ball. David Neres. Könnte den Konter geben. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Das muss es sein. Er trifft den Pfosten. Sah durchaus nicht ungefährlich aus. Gut geklärt. Ah, da wollten sie die. Viel mit Auge. Abseits. Was für ein Glück, der wäre durch gewesen. Und selbst in der Wiederholung ist das schwer zu sehen, aber ich denke, er lag richtig. David Neres. Roussillon. Schöner Spielaufbau jetzt. Abseits. Er ist zu früh gestartet. Bah, das war knapp, aber ich glaube, er lag damit richtig. Schönes Zuspiel. Kein gutes Timing, deshalb ist er ins Abseits gelaufen. Und zu Recht geht die Fahne da hoch, auch wenn es knapp war. Super dazwischen gegangen. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Ziyech. David Neres. David Neres. Mit dem Tackling holt er sich den Ball. Der Pass zurück zum Keeper. Jetzt der Ballverlust. Das könnte die Chance werden. Und er gewinnt den Zweikampf. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Macht er gut. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Könnte was werden, aber er ist eng. Und das ist der Ballverlust. Jetzt die Möglichkeit. Kann er was draus machen? Jetzt ist es gefährlich. Super Pass, ja. Super Tor. Geht in den Winkel. Sie wurden
als vermeintlich schwächer eingeschätzt im Vorfeld. Aber zu sehen ist davon nichts, Buschi. Nee, ganz und gar nicht. Sie spielen richtig gut, nicht nur wegen des Treffers, den wir hier nochmal sehen. Er kann bislang wirklich zufrieden sein mit dieser Partie. Der Führungstreffer, da ist er. Und jetzt sieht es natürlich richtig gut aus für seine Mannschaft. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Haraz war Marin. Er spielt den Pass auf den Flügel. Weg ist der Ball. Bevor er Risiko geht, lieber zum Torwart. Da ist Platz auf dem Flügel. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Der Ball ist im Aus, es geht hier mit Abschluss weiter. Da verlieren sie den Ball. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Entschlossen geklärt. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Chance entwickeln. Gute Aktion. Sieht gefährlich aus. Hereingabe jetzt. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Wout Weghorst. Die Chance auf den Konter. Ballverlust. Ja, aus so einer Konterchance müssen sie einfach mehr machen. Da verlieren sie den Ballbesitz. Klasse Pass. Jetzt kann er flanken. Was macht er draus? Er schießt. Schön abgeblockt. Ecke kommt in den 16er. Die erste Hälfte war spannend. Es ging hin und her und wir gehen mit einem 2:1 in die Pause. Sonst ist er so stark, aber heute geht nicht so viel. Er ist bislang extrem unauffällig in diesem Spiel, kommt gar nicht zu Abschlüssen. Schönes Ding bisher und jetzt machen wir weiter. Die zweiten 45 Minuten in diesem Achtelfinal-Hinspiel in der UEFA Champions League. Gute Aktion jetzt. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Schönes Pressing jetzt. Guter Einsatz. Ball ist im Aus, es gibt Einwurf. David Neres. Das gibt einen Einwurf. Karel Aitingen. Für die Auswärtsmannschaft sehen wir die nächste Bundesliga-Partie eingeblendet. Die Mitspieler bieten sich an. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Das könnte was werden. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Herrlicher Alleingang. Ja, sowas sieht man nicht allzu häufig. Keiner kann ihn stoppen. Und am Ende hat er dann sogar jede Menge Zeit und macht ein super Tor. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive.
Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Jetzt können Sie gleich den Ball einwerfen. Gefährlich! Jetzt der Vorstoß. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Da ist die Flanke ins Zentrum. Aber hier kommt kein Mitspieler dran. Roussillon. Super Pass! Die kurzen Pässe jetzt, sehr ballsicher sind sie da. Sie haben natürlich auch die... Schönes Zuspiel hier. Jetzt ist es gefährlich. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Aus diesem Einwurf könnte jetzt eine Chance entstehen. Nein, das ist nicht energisch genug. Ja, die können sich den Ball fast schon mühelos zuspielen. Das gefällt den Fans hier überhaupt nicht. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Ja, der nächste tolle Pass. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Hacken ziehe ich. Den Ball hat er, ganz souverän. Einwurf Ajax. Wir bekommen jetzt einen Wechsel. Ja, und warten wir mal ab, wie das dann im Spiel aussehen wird nach dieser Umstellung. Wieder ein guter Pass von ihm, nicht das erste Mal heute. Wout Weghorst. Ziyech. Wout Weghorst. Gut gespielt. Ist das die Chance? Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Eben. Spektakuläre Nummer. Und jetzt hat er den Ball. Starke Aktion. Und so kennen wir ihn. Das war doch ein Tor. Das musste doch ein Tor sein. Unglaublich. David Neres. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Auf außen ist Platz. Jetzt die Flanke. Und da kann er erneut klären. Roussillon. David Neres. Ziyech. Wout Weghorst. Gut verteidigt hier. Vorteil ist angezeigt. Gut vom Unparteiischen. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Jetzt der Ballverlust. Da ist Platz auf dem Flügel. Ja, könnte was werden. Da zieht er ab. Der ist drin. Ein sehr schönes Tor. Platziert, überlegt, in die untere Ecke. Da kannst du nicht drankommen, der Abschuss zu präzise.
Seit seinem Treffer strotzt er nur so vor Selbstvertrauen und jetzt hat er den Doppelpack. Sie liegen deutlich vorn. Roussillon. Razvamarin. Ziyech. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Klasse Pass! Jetzt hat er den Ball. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Da haben sie jetzt Platz. Schön gemacht. Jetzt die Flanke. Und Tor! Da kommt er rein und macht gleich sein Tor. Alles richtig gemacht mit diesem Wechsel. Die kriegen den Hals nicht voll. Tolle Offensivleistung heute. Da kann einem jeder Gegner leid tun, Wolf. Die stecken hier wirklich nicht auf, obwohl das Spiel ja bereits entschieden ist. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Ziyech, Roussillon. Gute Aktion. Klar, das gibt hier Einwurf. So langsam wird's gefährlich. Da blocken sie den. Den Kopfball kann er ganz einfach halten. Da fehlte die Power, eine leichte Nummer. Einwurf Ajax. Roussillon. Sie verlieren den Ball. Macht er gut. Gute Aktion jetzt. Jetzt vielleicht. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. So, kein Tor in dieser Szene. Da können Sie sich beim Keeper bedanken. Ja, vor allem, wenn wir an die Parade da vorher denken, als er sein ganzes Können ausgepackt hat. Jetzt gibt's den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit. Roussillon. Ziyech. Jetzt müssen sie aufpassen. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Die Gäste gewinnen also heute dieses Hinspiel. Das ist der Schlusspfiff des Schiedsrichters. Durchaus eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel, würde ich mal sagen. Was für ein Auftritt heute, Wolf. Jetzt heißt es nur ruhig bleiben, nicht abheben. Es kann immer noch schief gehen. Aber mit der heutigen Leistung, da ist das Weiterkommen natürlich in Reichweite. Nur nicht die Konzentration verlieren. War knapp. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. War Weghorst! Da haben sie das Tor. Und es fällt nach diesem unglaublichen Pressing. Sie stehen. Jetzt ist es gefährlich. Super Pass, ja. Super Tor, geht in den Winkel.
Das könnte was werden. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Da ist Platz auf dem Flügel. Ja, könnte was werden. Da zieht er ab. Der ist drin. Ein sehr schönes Tor. Platziert, überlegt, in die untere Ecke. Da haben sie jetzt Platz. Und Tor! Da kommt er rein und macht gleich sein Tor. Alles richtig gemacht mit diesem Wechsel.